Nachschlafes Bruder und Der Bergkristall drehte Mitte Mai 2013 wieder ein Mitglied der berühmten Filsmeier-Familie einen Film im Montafon. Janina Filsmeier hat sich für einen Abschlussfilm der London Film School eine ganz besondere Geschichte im Tal ausgesucht, um die sich immer noch Mythen ranken. Also es war ganz lustig, wir waren in Aschuren, wo das passiert ist. Und meine Eltern deren Auto wurde aufgehalten von der Polizei. Und also waren die eigentlich mittendrin in dieser Geschichte, meine Eltern. Und danach hat der Papa, der hat immer zu mir gesagt, dass diese Geschichte so wahnsinnig toll ist und dass sie ihn nicht loslässt. Und als ich dann meinen Abschlussfilm, als ich eben mir überlegt habe, was für eine Idee ich da verfilmen könnte, hat er mir eigentlich diese Idee geschenkt. Obwohl es sich um eine wahre Begebenheit und eine Kriminalgeschichte handelt, war es der deutschen Nachwuchsregisseurin wichtig, dass die menschliche Seite der Geschichte nicht zu kurz kommt. Den Hauptdarsteller gibt der Tiroler Schauspieler Martin Walch, der nach den Gesprächen mit dem Original völlig in die Rolle hineingewachsen ist. Ich habe mich ja mit dem richtigen Legos getroffen. Ja, der hat mir so viel erzählt, wie das alles so war. Und das ist schon eine schräge Geschichte, muss ich sagen. Und ja, dadurch, dass ich mit ihm so viel reden konnte, habe ich mich relativ schnell in die Figur reinversetzt. Und jetzt irgendwie ist der ein bisschen drin, der Legos. Den muss jetzt dann, wenn wir aufhören, wieder loskriegen irgendwie. Für die Rolle des Bürgermeisters wurde mit Günther Lieder ebenfalls ein Tiroler besetzt. Neben den drei Profischauspielern hat die 26-Jährige vor allem Montafoner Laienschauspieler engagiert, die perfekt in ihre Rollen gepasst haben. Die Gaschurnerin Resi Schöpp spielt die Mutter von Martin Walch. Von ihrer starken Leistung war die 85-Jährige selbst nicht so recht überzeugt und hofft nur, dass der Film toll wird. Da bin ich auch neugierig. Das bin ich sehr neugierig. Das weiß ich natürlich nicht, was da rauskommt. Bis so viel Foto oder was sie da zusammenschneiden, keine Ahnung, aber hoffentlich wird es etwas Gescheites. Ich habe gehört, dass du das wunderbar gemacht hast, also vielleicht kommen da jetzt noch ein paar Anfragen auf dich zu. Hoffentlich nicht. Hoffentlich kommt da niemand mehr. Nicht alle Laien waren so geduldig wie die talentierte, betagte Dame. Vogel Skeby hat am Set einen Auftritt hingelegt, der schon fast zu Tom Cruise passen würde. Weißt du, dass normalerweise der Tom Cruise das sieht, ich habe nur 55 Minuten und nicht Vogel Skeby. Was sagst du jetzt da dazu? Ja, sag ich gar nichts dazu. Das ist der Vogel Skeby, der sieht das. Ob der Tom Cruise das gesehen hat, das müsst ihr zuerst wissen. Ich habe das gesehen. Den Ladenbesitzer hat Vogel Skeby dann aber souverän, ganz wie es seine Art ist, verkörpert und alle seine Szenen waren schnell abgedreht. Janina Filsmeier war von den Laienschauspielern, deren Herzlichkeit und Leistung völlig überzeugt. Es war absolut fantastisch. Also ich muss sagen, die sind für mich, die mussten gar nicht spielen, die mussten nur sich selber sein und das haben die so toll gemacht. Also unglaublich. Ich glaube, dass auch mir war es besonders sehr, sehr wichtig, dass wir diese Gesichter bekommen, weil hier die Leute, man merkt es denen an. Also wir hatten die alte Bäuerin, die Resi, und nur allein ihre Stimme, wenn sie das gesagt hat, das war so voller Zärtlichkeit, dass man gemerkt hat, die meint es wirklich. Und ich habe bei jedem, den wir jetzt hatten hier, die waren so fantastisch und ich bin total froh, dass ich eben nicht mit Schauspielern, sondern eben mit den Leuten von hier gearbeitet habe. Auch von der Unterstützung im Montafon war die Nachwuchsregisseurin völlig begeistert. Also ich habe sowas, glaube ich, noch nie erlebt, wie dieses Dorf total positiv auf uns reagiert hat und freundlich und zuvorkommt und nett. Und alle sind sehr aufgeblüht und haben uns immer geholfen. Und also so eine Gastfreundschaft habe ich noch nie erlebt. Und auch was die Geschichte anbetrifft, fand ich das sehr interessant, weil jeder so seinen eigenen Blick auf die Geschichte hat. Und jeder was anderes sieht oder ein bisschen für sich selber interpretiert. Und es war so schön, einfach mit allen Leuten sich da zu unterhalten und dann so meine Geschichte draus zu machen selber. Das war sehr interessant. Gedreht wurde der 20-minütige Film in Gaschurn in der Bank, im Rathaus, im Pfarramt, im Lebensmittelladen und in Gäbis Gästall. In Schrunz wurden im Bus der Montafoner Bahn einige Szenen gedreht. Nach ihrem vielbeachteten Debüt Skin, eine Dokumentation über ein Tattoo-Studio, darf man auf dem zweiten Film der Tochter des großen Josef Filsmeier und der tschechischen Schauspielerin Dana Wawrowa gespannt sein. Premiere wird im September in London sein, auch im Montafon soll es eine große Aufführung geben.
schon jutzen.